In diesem Video stelle ich dir eine schöne Route vor, und zwar die Coaching Leadership, um genauer zu sein das Modell LSS 732L. Die Route wiegt lediglich 100 Gramm, ist schön verarbeitet, hat Fuji-Ringe, und auf die weiteren Details komme ich jetzt zu sprechen. Ich fange hinten beim Griffende an. Schöner Duplon, Metallzwischenstück, rote Metallzwischenstücke. Hier die schöne Kreuzwicklung mit der Beschriftung. Schön verarbeitet, der Rollengriff wird hinten fixiert. Ist wirklich ein hochwertiger Griff. Hier oben steht auch noch Coaching drauf. Mit dem K. Ein Skeleton Foregrip. Also wirklich ein kurzer, feiner Foregrip. Ist hart, liegt aber trotzdem gut in der Hand und man spürt die Bisse ziemlich gut durch die Härte des vorderen Teils. Hier die Beschriftung auch. Kreuzwicklung bis nach vorne zum Startring, rot-silberne Zierwicklung, die Ringe sind von Fuji. Schöne, nicht zu kleine Ringe, hier die Steckverbindung, hält gut bombenfest, auch hier sieht man, der Blank ist lackiert und spürt ihn, schön verarbeitet. Und auch die Spitze hat einen schönen Fuji-Ring, nicht zu dick, schön, die Spitze, die Lamellen, die abstehen. Die Aktion ist im hinteren Teil, wenn ich jetzt hier greife, ziemlich straff, nicht steinhart, aber ziemlich straff. Und hier vorne wird sie dann um einiges weicher. Wenn man jetzt die Aktion anschaut, straff, aber nicht zu straff. Gut zum Barschalen, Forellenangeln, für kleinere Fische, für nicht zu große Köder. Wenn ich sie jetzt gegen die Decke halte, sieht man Spitzenaktion und dann kommt die Aktion bis zur Mitte des Blanks ungefähr. Also schon eine gute Spitzenaktion und verträgt auch einiges, eben wie ich jetzt hier aus Versehen an die Decke gekommen bin. Habe sie jetzt einige Zeit geangelt und hatte eigentlich keine Probleme, keine Angst, dass sie gleich brechen würde. Die Ringe sind nicht zu klein, sind schon eher etwas größer, aber trotzdem, man spürt die Bisse gut, man kann gut auswerfen. Ich habe die Route sehr gerne zum Carolina Rig Angel auf Barsch verwendet mit 7 bis 10 Gramm Bullet Weights. Ist bis 7 Gramm angeschrieben, aber man kann auch gut noch 10, vielleicht 12 Gramm auswerfen, wenn man jetzt eben etwas langsamer angelt wie mit dem Carolina Rig, da geht das gut. Zum Jiggen sage ich schon, 7 Gramm sind so die obere Grenze. 9 Gramm geht auch noch, aber halt nicht mehr so aggressiv geschickt. Eben beim Carolina Rig Angeln, ich finde die Aktion sehr gut, weil sie ist straff, man merkt die Bisse, man kann den Anschlag durchbringen, aber sie ist trotzdem nicht zu hart, weil eben so bis ungefähr hier ist die Aktion im normalen Zustand und man hat nicht so viele Aussteiger, vor allem wenn man etwas größere Barsche am Band hat. Auch am Bergs habe ich sie eingesetzt, da nahm ich sie auch mit für etwas kleinere Wobbler und kleine Löffel, so bis 10 Gramm, konnte ich auch gut rauswerfen, weil die Rute lädt sich wirklich gut auf, finde ich, und mit den großen Ringen fliegt das Zeug auch ziemlich weit. Am Fluss habe ich sie auch eingesetzt, also an etwas größeren Bächen, so wie Dremme, habe ich sie einsetzen können. Mit der Länge von 2,20 m ist sie eher für solche Gewässer geeignet, weil sie auch eben ein etwas höheres Wurfgewicht hat. Kann man sie gut mit etwas größeren, so 5, 6, 7 cm Wobbeln fischen, wenn sie jetzt nicht zu schwer sind. Da hat sie gut funktioniert. Wenn man jetzt schaut, die Balance der Rute liegt hier vorne bei der ersten Zierwicklung. Ist jetzt eine 2500er Arenium. Ist eine ziemlich leichte Rolle, von dem her ziemlich gut. Ich halte sie meistens hier zwischen Ringfinger und kleinem Finger. So kann man sie schön ausbalanciert halten beim Angeln. Wenn man es möchte, eher vorne, aber da finde ich den Foregrip doch etwas zu kurz, deshalb ich halte sie eigentlich immer so, wenn ich mit ihr angle. Allgemein sind die Ruten von Coaching ziemlich stabil gebaut, nicht zu dünne Blanks, nicht zu kleine Ringe, sind schöne Arbeitstiere. Am Fluss funktionierte sie außerdem sehr gut mit Spinnen, bis ungefähr Größe 2. Größe 3 habe ich auch dran montiert, aber da war die Spitze schon etwas überbeansprucht, vor allem gegen die Strömung. Deshalb so bis Größe 2 ideal für die normalen gängigen Spinnen, die man so verwendet. Dieses Rütchen ist ein guter Allrounder, kostet nicht viel, aber auch nicht wenig, ist im guten mittleren Segment.
schön verarbeitet, wirklich von hinten bis vorne lackiert. Hier auch die Kreuzwicklung bis zum ersten Startring. Das wären so die wichtigsten Facts zu dieser Route. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vielleicht ist die Route etwas für dich, schau sie dir an. In interessanten Stücken, schön verarbeitet, kann man echt nicht meckern für den Preis. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann wünsche ich dir viel Petri Heil. Ciao.